Die Firma Schütte. Erstmal fällt ja der Name auf, das ist nicht Roggan, das ist mein Urgroßvater, der die Firma 1884 gegründet hat. Also ein sehr traditionsbewusstes Haus hier am Platz in Lüchow. Ja, hier steht jetzt die vierte Generation vor Ihnen, Dirk Roggan. Und wir sind so ein Allrounder im ländlichen Raum. Also das ist auch unsere Geschichte. Man musste immer alles können, was hier die Bevölkerung in der kleinen Kreisstadt oder in den Dörfern drumherum so alles braucht. Und also aus dem klassischen Baustoffhandel sind wir dann in die modernere Schiene, wie viele unserer Kollegen bei der Hagebau, eingestiegen. Hier am Standort sind wir 25 Kolleginnen und Kollegen. Es gibt noch drei andere Standorte, so in einem größeren Umkreis von 70 Kilometern, wo wir im Unternehmensverbund auch aktiv sind. Das ist natürlich sehr sinnvoll, weil wir dann, ne, in diesem größeren Verbund auch viel mehr Leistung für den Kunden hier vor Ort bringen können. Schnelle Warenbeschaffung auch von Dingen, die vielleicht sonst nicht so im Alltag in jedem Regal liegen. Also ich bin Marktleiter hier im Baumarkt und der Herr Roggan ist mein Chef, ein angenehmer Chef und wir haben häufig miteinander zu tun, führen gerne auch ein persönliches, privates Gespräch und ich finde das gut, wie er sich hier vor Ort engagiert. Nicht nur, wie gesagt, über dieses Festival, bringen auch unseren Markt immer mehr voran und ja, mit seiner Doppelrolle, denke ich, geht er sehr, sehr gut um. Also diese Doppelrolle, die er als Unternehmer und Kunstschaffender hat, gerade das ist das Besondere und Charmante, weil er nicht jemand ist, der von oben herab das Publikum anguckt oder den Filmemacher, sondern weil er gerade zum Dialog zwischen allen Gästen aufruft. Ich glaube, ich habe das mit Ende 30 gemerkt, dass ich sagte, Mensch, ich will was mit Film auch zu tun haben. Ja? Und dann war ich plötzlich schon 50 und sagte, Mensch, du hast immer noch nicht richtig was mit Film zu tun. Ja? Nun wird es aber Zeit. Und dann habe ich mit jungen Leuten aus der Filmbranche, Studenten, meinen ersten Kurzfilm produziert. Und ja, der war so erfolgreich. Lange Rede, kurzer Sinn, dass wir auf sehr vielen Kurzfilmfestivals gewesen sind, damit in Amerika, in Indien, in Europa, in verschiedenen Ländern. Das war ein 7-minütiger Film ohne Dialog, aber er ist sehr gut angekommen. Und dann habe ich gedacht, ich habe so viele Filmfestivals gesehen und da habe ich gesagt, sowas können wir doch auch im Wendland. Das Wendland Shorts Festival, man kann tatsächlich sagen, dass das eigentlich tatsächlich in der Filmbranche zu so einer Art kleinen Geheimtipp geworden ist, weil einmal, was die Größe angeht, das ist einfach einzigartig klein. Und zum anderen, was das Potenzial angeht, was die Möglichkeiten angehen, die allen Festivalgästen geboten werden. Ich besuche gerne das Filmfestival hier bei uns im Landkreis. Die Atmosphäre allgemein, die fasziniert mich da und ist letztendlich sehr informativ. Und nun sind wir im 10. Jahr. Und können mit Fug und Recht sagen, dass wir so für den deutschen Nachwuchs unter den Spitzen drei Filmfestivals sind. Der Dirk Rogan, der Festivalleiter, hat es tatsächlich geschafft, durch seine Persönlichkeit und seine Begeisterung und Leidenschaft für den deutschen Kurzfilm, fürs Filmmachen überhaupt eine Atmosphäre zu erschaffen, in der es möglich ist, dass sich Filmemacher, Publikum, Jurymitglieder, Produzenten und auch Filmförderer auf eine sehr, sehr nahe, intensive Art und Weise begegnen können und austauschen können. Und das ist wirklich eine ganz, ganz einzigartige, entspannte Atmosphäre, die da entsteht. Was aber so ein bisschen mein besonderes Hobby ist es noch, die Filmemacher zu präsentieren. Also mit ihnen Interviews zu führen, auf der Bühne, sie zu fragen, nach ihrem Lebensplan, was ist ihre nächste Filmidee, denn darum geht es ja auch, den nächsten Schritt zu machen. Und ja, weil ich selber natürlich ein bisschen Hintergrundwissen habe, die richtigen Fragen zu stellen, die dann auch das Publikum und die Fachjury interessieren, sodass die jungen Filmemacher merken, dass sie gewertschätzt sind. Ja? Und gleichzeitig auch
aufgefordert, sich weiterzuentwickeln. Überhaupt entstehen tut es tatsächlich durch Dirk, weil er einfach durch seine Art und Weise, wie er auftritt, wie er die Filme ankündigt, wie er die Filmemacher ankündigt, dass man sich geradezu angesprochen fühlt und motiviert fühlt, aufs Publikum als Filmemacher zuzugehen und auch auf Produzenten und Filmförderer zuzugehen. Und das ist einfach enorm hilfreich und toll.